Starker Wind und heftiger Regen an der Küste von North Carolina. Die Ausläufer des Hurrikans Florence haben den US-Bundesstaat bereits erreicht und sorgen dort für Überschwemmungen. Seit Tagen bereiten sich die USA auf die Ankunft des Sturmes vor. 10 Millionen Menschen in North und South Carolina sowie in Virginia könnten betroffen sein. Nach Auskunft der Behörden haben sich tausende Menschen in Notunterkünfte geflüchtet. Obwohl Florence deutlich an Geschwindigkeit verloren hat, wird er weiterhin als sehr gefährlich eingeschätzt. Wegen seiner enormen Größe wird erwartet, dass er fast einen vollen Tag über der Ostküste der USA wüten und zu starken Überflutungen führen wird. Es wird erwartet, dass Millionen Menschen von der Stromversorgung abgeschnitten sein werden. Viele Straßen werden nicht mehr passierbar sein.